Übrigens, vor ungefähr 7 oder 8 Monaten habe ich dort oben in dem Wald meinen Zweiteiler Nahrung ohne Töpfe zubereiten gedreht. Wenn du Bock hast und dich das interessiert, dann schau einfach mal auf meinem Kanal. Stopp! Jetzt nicht einfach ausmachen. Guck dir die Tour erst zu Ende an. Und danach ist dann schön abwechslungsreich. Ich packe den Link einfach nochmal unten in die Beschreibung rein. Ja, ich habe meinem Körper heute viel abverlangt. Er ist schon über 20 Kilometer gelaufen heute nach Garmin. Aber ich denke, das kommt auch so ungefähr hin. Naja, dann kommen die zwei Blasen dazu. Wie gesagt, meinem Körper viel abverlangt und wie Benjamin Klausner bereits bei einer Trekkingtour gesagt hatte, wenn man seinem Körper eine Menge abverlangt, dann muss man ja auch mal was gönnen. Und das tue ich jetzt mit Pfefferbeißer. Es ist jetzt kurz vor 16 Uhr. Ich bin eigentlich recht gut im Zeitplan. Normalerweise bin ich heute weitaus früher an meinem Lagerplatz angekommen als gestern. Mal gucken, wo mich meine Füße noch hintragen. Ich muss sagen, den Rucksack, den merke ich eigentlich fast gar nicht mehr. Auch jetzt, ich habe ja vorhin in Bad Ibo Wasser aufgetankt, Wasser aufgefüllt. Und trotzdem, da war der wieder vollgepackt mit ordentlich Gewicht. Das hat mir gestern weitaus mehr zu schaffen gemacht, nachdem ich da bei der Quelle meine Wasservorräte aufgefüllt habe. Ja, heute habe ich das in einem Gasthof. Da war ein Gastwirt so nett und hat mir Leitungswasser reingefüllt. Und ich habe Geld ausgegeben. Vorhin in Bad Iburg. Du wirst nicht raten, wofür. Nein, ich war nicht bei McDonald's. Nein, ich habe keinen Döner gegessen. Ich habe mir Blasenpflaster gekauft. Ja, ich weiß nicht, wie die Blasen jetzt aussehen. Es geht eigentlich vom Laufen her, muss ich echt sagen. Also, da hatte ich Schlimmeres erwartet. Langsam merke ich es wieder so ein bisschen. Deswegen, ich habe mir die vorsichtshalber gekauft, weil morgen ist Sonntag und für den Notfall, dann habe ich wenigstens welche. Und ja, besser ist das, denke ich. Ja, das war bislang mit der Zugfahrt auch das einzige Geld, was ich ausgegeben habe jetzt in den letzten, also heute und in den letzten beiden Tagen. Ja, klappt soweit ganz gut. Also ich bin jetzt circa, weiß nicht, 23 Kilometer gelaufen oder so. Und ja, die Blasen drücken. Das geht heute nicht mehr. Ich werde jetzt, weil ich habe jetzt eine Hütte gefunden. Und hier werde ich übernachten. Ja, es ist der dritte Tag. Und der dritte Tag, beziehungsweise die letzte Stunde. Die war echt hammerhart. Ach, hier kann ich schön den Sonnenuntergang nachher genießen. Perfekter geht's doch nicht. Oh, super. Klasse.
Ich würde sagen, hier muss ich erstmal aufräumen. Mann, ey. Man beachte diesen Mülleimer. Man beachte ihn. Ja? Warum können die Leute das da nicht reinschmeißen? Es kann einfach nicht sein. Egal. Hier wird mein Nachtplatz oder der Platz für heute Nacht. Oh, ich werde gleich erstmal die Füße hochlegen. Ich bin echt geschafft gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das war vor einer Stunde, anderthalb Stunden, war noch alles gut. Ah, da war ich noch in einer anderen Hütte. Ach, jetzt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Akku ist alle. Deswegen lieber heute nicht mehr so lange laufen. Bis zum eigentlichen Lagerplatz wäre es jetzt noch eine Stunde, denke ich. Aber ich denke mal, nach 3 Tagen voll Power kann man auch mal den einen Tag ein bisschen kürzer treten. Dann haben wir noch weitere Tage vor uns und die wollen wir auch noch laufen. Ja, auf geht's, aufräumen. Du weißt ja, wie es vorher ausgesehen hat. Jetzt ist es mein Schlafgemach für heute Nacht. Ich habe hier einfach 3 Bänke nebeneinander gestellt, beziehungsweise 2 standen ja schon nebeneinander. Die werde ich morgen aber komplett auseinanderstellen wieder. Und dann natürlich ganz normal meine gute Baumarktplane. Hier oben mit meinen Heringen befestigt, damit ich dann nachts nicht gegen die dreckige Wand komme. Ja, mein Schlafsack. Und nun wird gefuttert und Sonnenuntergang geschaut. Da freue ich mich schon drauf. Mit der Sonne habe ich auch leider kein Glück. Jetzt hat sich ja so eine Wolke vorgeschoben. Oh, vielleicht habe ich noch ein bisschen Glück gleich. Ja, das war der 3. Tag. Anfangs ging das echt sehr gut. Auch mit den Blasen, also muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, aber wie ich ja bereits vorhin erwähnt hatte, die letzte Stunde, anderthalb Stunden, die waren echt ziemlich hart. Irgendwie so von jetzt auf gleich, ich weiß nicht. Ich habe keinen Plan. Vielleicht ist er mittlerweile neu, keine Ahnung. Ich habe noch nicht nachgesehen. Auf jeden Fall ist das so die beste Entscheidung, denke ich. Auch wenn ich hier erst noch aufräumen musste. Das Gebiet, wo ich ursprünglich dann lagern wollte, das sieht von den Höhenlinien genauso aus wie hier. Und das ist echt ein Weg und dann rechts, links, runter. Ich hätte dann gehofft, dass, ja, dass da vielleicht eine freie Fläche wäre. Ausweichmöglichkeit wäre eine andere Hütte gewesen, die ungefähr, ja, ich würde sagen, 100 Meter südlich gewesen wäre. Das wäre halt die Ausweichmöglichkeit gewesen, wenn das mit den Höhenlinien nicht hingehauen hätte. Aber egal. Hier bleibe ich jetzt. Hier ist es soweit okay. Ja, also zum 3. Tag. Wenn der 3. Tag der schlimmste sein soll, da kann es ja nur noch besser werden, ne? Weil so schlecht war der eigentlich gar nicht. Hätte ich die Blasen nicht. Aber diese Mücken ohne Ende. Mücken ohne Ende. Das wird noch richtig spaßig. Nun gut, ich will jetzt auch nicht mehr zu viel quatschen. Ich will den Akkusaft sparen und ja, somit verabschiede ich mich von dir an dem 3. Abend. Ich hoffe, dass die Sonne gleich nochmal rauskommt und ich werde jetzt essen, meine Füße lüften danach und ja, dann werde ich auch demnächst schlafen, denke ich. Ich bin nämlich hier ganz schön kaputt. Gut, dann sehen wir uns morgen früh wieder.
Oh.